Was in dieser Folge geschehen wird. Er fährt mit dem Roller auf der Autobahn. Nice, Bro. Oh, 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 oh. Dicker, direkt vor meinen Augen. So, was geht? Willkommen wieder auf Orgi Berlin, Alter. Hier mit der schicken Z900 unterwegs im schicken, ja, Grünland. Und wen haben wir dabei? Den guten alten Kulewu mit seiner, ja, Junge, lass doch meine Hände los. Mit seiner schicken Maschine. Der Bray ist gestern extra 600 Kilometer gefahren. Genau, damit er die Karre noch zu BMW bringen kann, um die Inspektion machen zu lassen. Damit du schön auf der Renne mal richtig Volldampf geben kannst, ne? Wir fahren jetzt zu BMW Motorrad zusammen einfach mal. Dachte, nehme ich euch mal mit. Kannst du mal ganz kurz anmachen. Ey, der Bray denkt sich gerade, ich will meine Ruhe im Park haben und die heulen. Nur ganz kurz, so ein Blubber. Oh! Oh, ich werd geil davon! Okay. Oh, ich muss hier erstmal drehen. Verdammte Scheiße, hier geht's ja bergunter. Ja, ich bräuchte eigentlich einen Rückwärtsgang, so oft wie ich in der Stadt fahre, ne? Ich brauch wirklich mal neue Klamotten und meine Hose hier sieht aus wie ein Penis. Das haben mir auch jetzt sehr viele geschrieben. Ja, schade, dass ihr Kulewu jetzt nicht hört. Der hat wieder mal sein Bluetooth-Teil nicht angeschlossen, dass wir zusammen reden können. Aber egal. Ich muss sagen, die BMW sieht schon echt verdammt nice aus. Ist auch eigentlich mein Traumbike, kann man so sagen. Ui. Leider ist es ein bisschen viel zu teuer. So wie er die gemacht hat, glaube ich 31.000 Euro. Sei auf jeden Fall gegönnt, Bruderherz. Fahr vorsichtig damit. Die Z900 ist ja auch ein schönes Bike. Ist ja auch von einem Röver-Motorrad. Von daher, ich bin genauso glücklich wie du. Hoffentlich auch du mit deinem Bike. Digga, heftiges Teil. Einfach überall Carbon-Teile, Mann. Ja, man hört das schon. Aber es ist halt nicht so laut, ne? Es ist dumpf. Ist okay, Bruder, ist okay. Du musst aufpassen. Doch, ich höre das. Aber du musst aufpassen. Du weißt, das macht süchtig. Und du verbrauchst extrem viel Sprit, wenn du so fährst. Ja, na klar, weißt du nicht mehr in München, wie wir gefahren sind? Der Verbrauch war so bei 10 bis 12 Litern. In München sind wir doch dauernd so gefahren, auf einmal war der Tank leer. Boah, ein schicker Porsche, Alter. Ein schicker, schicker, schicker Porsche. Ja, was ich dir auf jeden Fall noch raten kann, was er bestimmt noch machen wird, ist Kennzeichenhalter. Egal welches Motorrad, Serienkennzeichenhalter ist immer hässlich. Also so finde ich jetzt. Ich kann ja auch mal von Röber Motorrad auch eine S1000 ausleihen. Und dann können wir mal bestimmt hier mit zwei S1000 mal hier ein bisschen Berlin unsicher machen, Alter. Digga, er fährt mit dem Roller auf der Autobahn. Nice, Bro. Nice, Bro. Ich glaube, dem ist das gar nicht bewusst. Dem ist das gar nicht bewusst. Digga, ich sag ihm das mal jetzt. It's a highway. Du darfst nicht fahren. Wenn du erwischt wirst, bist du gefickt, weißt du, ne? Wenn die Polizei dich sieht, bist du so. Ich würde rausfahren an deiner Stelle. Weiß nicht, wo soll ich abfahren? Ich sag's dir nur. Pass auf dich auf, Digga. Den hat ja gar nichts gejuckt. Dem hat ja gar nichts gejuckt. Der fährt einfach mit einem Roller auf der Autobahn. Das war nur ein gut gemeinter Rat von mir. Ist ja auch gefährlich für die anderen Verkehrsteilnehmer, falls deiner 45 da vorne fährt. Ja. Aber ich habe gesagt, Bruder, fahr raus, du kriegst auch eine fette Geldstrafe, wenn du erwischt wirst. Da sagt er, ja, ich weiß, keine Ahnung, selber schuld. Also falls du jetzt einen Unfall oder so machst oder irgendwas passiert, Bruder, da bist du wirklich selber schuld, das tut mir leid. So, wo ist denn der Bray jetzt hier? Jetzt habe ich Kulewu verloren, Alter, verdammte Scheiße. Oh, ich muss hier raus, Bruder. Ich muss hier raus. Hast du ihn gesehen? Den Rollerfahrer. Auf der anderen Seite? Na, wo ich mit ihm geredet habe. Ja. Hä? Digga, da war ein E-Scooter im 45 km/h Scooter auf der Autobahn. Echt? Ja, ich meinte zu ihm, ey, fahr mal hier raus. Er sagt, ich weiß, es ist verboten, ist mir egal, sagt er. Ja, deswegen war ich ja da hinten. Oh, 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 oh. Digga, direkt vor meinen Augen. Ticker direkt vor meinen Augen. Jetzt habe ich auch noch einen Unfall gefilmt. Bruder, was passiert denn hier, Alter? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich muss mal jetzt hier... Ach, Digga. Hast du das nicht gerade mitbekommen? Oder? Nee, jetzt? Da ist jemand hinten reingefahren.
Was? Echt? Ja, ich hab alles auf Kamera. Was? Also komplett. Ey Junge, du checkst ja gar nichts heute. Alter, schon ein krasser Tag gewesen heute, ne? Ehrlich. Erst der Rollerfahrer, dann der Unfall, dann noch Sozi mit Kulewu zusammen. Bruder, das war so anstrengend, ich sag euch, das war so anstrengend mit dem zu fahren. Dann machen wir noch schön Döner essen. Ich habe, glaube ich, heute gefühlt 20 Stunden nichts gegessen. Ja, der Bray guckt mich an. Ey, wie findet ihr das jetzt mit zwei Sichten so? Ich habe ja gesagt, dass ich die Kamera ab und zu mal jetzt anmachen werde. Also das heißt einmal die Kamera, die wird ab und zu mal laufen. Es muss sich ein bisschen was auf meinem YouTube-Kanal verändern. Man kann ja nicht immer gleich sein, man muss ja abwechslungsreich sein. Wir haben schon knappe 400 Kilometer runter, Alter. Ich muss noch 600 Kilometer machen, bis wir die Inspektion machen können und dann die Auspuffanlage rankommt. Ich kann nicht mehr wirklich. Ich habe gestern oder vorgestern genau dieselbe Z900, die ich habe oder die wir haben, auch gesehen mit einer Bodesanlage live. Ey, die hat sich so laut angehört. Da war ich wirklich neidisch, Alter, auf die Auspuffanlage. Mir wurde auch gesagt, dass die Bodes lauter ist als die SC Project Anlage, hat man mir so gesagt. Aber die SC Project soll auch mega gut sein vom Klang. Bruder, nimm mich auch die Z900, nimm mich auch die Z900, Alter, Fahrradinvasion, Fahrradinvasion. Wir haben auch mega schönes Wetter, also ich muss echt sagen, darauf haben wir die ganze Zeit gewartet. Ey, ich sehe aus wie der größte Dulli gerade, ne? Meine Beine sind so dünn, dass ich mich schon langsam schäme, mit den Beinen Motorrad zu fahren, Alter. So, wollen wir doch mal kurz in den Tunnel rein? Mal ein kleiner Soundcheck aus dem Tunnel mit Sirenauspuffanlage. Mehr ist es leider nicht. So, der Kurvenkönig. Kurvenkönig. Knieschleifen, seht ihr das? Fast geschliffen. So, wollen wir hier nach rechts. Knieschleifen, guck mal. Mein Knie ist schon aufgegangen wegen dem Knieschleifen. Das ist schon Oberschenkelschleifen gewesen bei mir. Oh, ich hoffe, da ist nicht irgendwas geplatzt gerade. Habt ihr das gehört? Holla. Oh, oh, oh. Ohoho, hoho, Oggi wieder auf Jagd. Kaum ist Ramadan vorbei, ist der Oggi wieder am Start. Nein, Spaß natürlich nicht. Man darf ja wohl gucken, oder? Man darf ja kurz mal gucken. Ey, hiermit würde ich auch sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch mal ein Like da, Kuss geht raus an euch. Und was sagt ihr zu der zweiten Sicht? Ab und zu mal bringen oder soll ich den immer bringen? Weil der Akku von der Insta360, der hält nicht so lange. Dann müsste ich halt extra Akkus noch bestellen und das ist immer mega nervig, alles zu wechseln. Okay, meine Friends, haut rein. Boah, fast Unfall gemacht. Boah, we got sticks for real. We looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast still. I put in work, no